Was geht ab, meine lieben Freunde, euer Uni hier und herzlich willkommen zum nächsten der Callisto-Protokoll-Let's-Play. Freunde, Ernesto Valverde ist leider krank, leider angeschlagen seit gestern. Ich habe eine Grippe bekommen, mir geht's nicht so gut, aber ich dachte mir, komm, ey, wir müssen das Let's-Play weiter durchziehen. Und ich habe jetzt keinen Bock, nur weil ich jetzt hier eine Grippe habe, alles stehen und liegen zu lassen. So Streams muss ich mal gucken, wann die am Wochenende kommen werden. Aber ich wollte hier unbedingt mit euch weitermachen. Und auf dem Kanal kamen jetzt die letzten Wochen jeden Tag Videos. Und das möchte ich natürlich auch beibehalten. Deswegen, Leute, lasst einen Daumen nach oben da. Und ihr könnt mal gerne in den Kommentaren reinschreiben, ob ich mit der Pulsuhr hier zocken soll oder nicht. Wir haben ja die erste Folge mit der Pulsuhr gezockt. Das hat jetzt nicht so gut geklappt. Aber ihr könnt es gerne reinschreiben. Wir haben das letzte Mal genau hier aufgehört. Wo dieser eine Typ da war und den wir dann weggesperrt haben. Boah, ich weiß gar nicht, wie die Steuerung geht. Immer so lange her, wo wir das gezockt haben, ne? Jetzt ist das on, nicht mehr on stream. Ach so, schleicht dich an Kopf vorbei. Da waren wir doch schon, hä? Da waren wir doch schon, oder? Waren wir hier nicht schon? Dann bin ich dumm. Doch, wir waren hier schon, ne? Egal, dann können wir es nochmal sehen. Könnt ihr es jetzt nochmal sehen? Scheiß drauf. Jetzt kommt doch. Stimmt, jetzt macht er das hier. Stimmt, da haben wir letzte Folge aufgehört. Dann ziehen wir uns das nochmal rein. Wie zum Teufel bist du hier reingekommen? Das ist einfach der Starkiller von Star Wars. Ich habe Zeit für diesen Scheiß! Okay, habe ich das richtig verstanden? Ah, du stürzt ja ab und dann geht hier alles in den Arsch. Oh, 521. Schau mich an, wenn ich mit dir rede. Was hast du getan, hä? Sag's mir. Bist du anders? Bist du besonders? Warum wollte der Warden dich lebend? Alter. Guck mal, jetzt kommt der beste Trick. Das ist mein König. Du kannst es haben. Das ist aber auch krass, ne? Wow. Okay, genau hier haben wir das letzte Mal aufgehört, Leute. Und jetzt geht es weiter mit dem Callisto-Protokoll. Finde den aus. Elias, ich bin durch. Ferris auch. Was meinst du? Der war hier. Diese Dinger haben ihn entdeckt. Bisher tat ich das. Ich renne weiter. Ich habe bei der Vorsicht nicht rumgefunden. Okay. So, wir machen weiter. Ich finde das Spiel bisher, es gibt auf jeden Fall voll die Dead Space Vibes. Wer von euch kennt damals noch Dead Space? Es ist, glaube ich, sogar auf diesem Kanal oder auf Feel FIFA habe ich das damals sogar hochgeladen. Weil früher hieß Feel FIFA der Kanal Feel FIFA and Gaming TV. Ne? Das ist überall unser Foto, Alter. Viele meinen, der sieht ein bisschen aus, unser Typ hier, wie Kollega und Leonardo DiCaprio in einem. Und sorry, Freunde, ich kann heute nicht so laut reden, ja, damit ihr Bescheid wisst. Meine Halsschmerzen, ich habe Fieber, ich habe Gliederschmerzen, alles. Ich glaube, es ist kein Corona. Ich habe schon mehrere Tests gemacht. Und bisher waren alle zumindest negativ. Ich glaube, es ist einfach eine Grippe. Ich denke mal, bis Weihnachten ist das auch weg nächste Woche. Oh mein Gott. Notwendigkeit. Tun, was getan werden muss. Schwere Entscheidungen treffen. Als ihr neuer Warden werde ich tun, was geht. Für Sie. Kann ich ja nicht töten, Alter. Letzte Folge hat der mich doch getötet komplett. Und bisher wurden die Videos zum Glück, was heißt leider, wurden die zum Glück nicht gelb auf YouTube. Also das eine Video. Weil, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ey, Digga. Mann. Ey, wie weicht man hier nochmal aus? Ach ja, so mit linkem Stick einfach. Ey. Boah, ich bin gerade so erschrocken. Da steht hier einer vor der Tür, Mann. Mein Leben, was ist mit meinem Leben los? Boah, Kranke sich zu erschrecken, ist echt scheiße, Mann. Kann er immer draufdrehen, dann kann man Gesundheitsriegel nehmen. Damit kann ich ihn immer benutzen. Touchpad? Hä? Ah, so geht das, oder? Warte mal, Gesundheitsinjektor, nutzen, Dreieck. Ich nimm das mal rein hier. Unser Leben aufladen. Boah. Was ekelhaft, Halsschmerzen, Alter. Ich hoffe, ihr wisst das zu schätzen, dass Ernesto Valverde sich auch trotzdem hier hinsetzt für euch, damit ihr auch dieses Let's Play sehen könnt und nicht hier zwei, drei Tage Pause ist.
Dafür bin ich aber ein bisschen ruhiger als sonst. Nicht wundern. I'm a little bit ruhiger. You can call it in German. I'm ruhiger. Ja, ich kann kein Deutsch mehr. Was laber ich denn da? Ernesto Valverde. Hallo, wo geht's jetzt hier weiter? Hier, durch die Lücke. Wir gehen durch die Lücke, durch die Lücke, durch die Lücke. Und jetzt passiert gleich was. Jacob, hier drüben. Komm schon, bin ich dein Arsch. Los! Alter. Ist das brutal, was da? Das soll sie aufhalten? Ich hoffe es. Was sind das für Dinger? Ist egal. Wir müssen einfach nur weg hier. Du hast was von deinem Plan erzählt. Ja. Hier lang. Junge, ist das Spiel verrückt, Alter. Komm schon. Wetten, er wird gleich safe getötet. Und was mal wetten, er wird gleich safe getötet. Schreibt ihr, wie gesagt, in die Kommentare. Was machst du da? Ja, Bruder, ich komm nicht da lang. Achso, jetzt geht's. Aber das können wir gebrauchen. Jawohl, Waffen. Nimm das mit zum Reforge. Du kannst damit eine neue Waffe drucken. Dann hab ich Zeit, dich ins System zu hacken. Drucke am Reforge eine Waffe. Wie ich dann eine Waffe drucke. Freie Auswahl. Fehler. Befehl nicht erkannt. Ja, wie soll ich das machen? Ich habe keine 800 Credits. Befehl nicht erkannt. Energieumwandler. Jetzt habe ich 251, ja. Die Waffe kostet 800. Die unsachgemäße Nutzung dieser Maschine wird... Nein, geht nicht. Wie soll ich denn eine Waffe kaufen, du Idiot? Warte mal, vielleicht haben wir hier Credits drin, ne? Kann ich mir jetzt vorstellen. Gucken mal. Schön. Energieumwandler. Oh, Callisto Credits 800. Ja, okay, gut. UJC Dog zu ihren Jawohl. Diensten. Energieumwandler kann ich verkaufen, das brauche ich. Revolver Munition behalte ich mal und wir kaufen eine Waffe. Fett, Alter. Nur wie krank ist das denn? Guck dich das mal an. Alter, heftig, Mann. Die Zukunft. Okay, die alles Zukunft. Klar. Um hier abzuhauen, brauchen wir ein Schiff. Eins, das du fliegen kannst. Hier gibt's einen, der sich ins Netz hacken und eins aus dem Orbit rufen kann. Leider sitzt er in der Schuh. Hochsicherheit. Verdammt schwer, da reinzukommen. Nervt das Chor? Ja, schon von Anfang an. Ja, die können einem das Hirn aufweichen. Keine Sorge, man gewöhnt sich dran. Kennt sich hier wirklich gut aus. Ja, ich hatte sehr viel Zeit. Gut, und was jetzt? Die Schuh? Spazieren wir dir einfach so rein? Schön wär's. Aber so einfach wird's nicht, Mann. Ich bin schon lange hier und habe Privilegien, die du nicht hast. Also schicke ich dich woanders lang. Aber ich bin dafür deine Augen und Ohren und führe dich. Lass mich nur nicht hängen. Werde ich nicht. Außer du kennst noch mehr Piloten. Oh nein, jetzt muss ich alleine. Nein, leider nicht. Ich mach dir diese Tür auf. Oh, geil. Sie erinnern mich so krass an Dead Space, ne? Geil, Alter. Was? Nachdem du einen Combo-Angriff ausgeführt hast, halte Ausschau nach dem Schnellschussindikator beim Gegner. Drücke und halte L2 und drücke dann schnell R2, um den Gegner automatisch anzuvisieren und die Waffe fallen. Ah, okay, okay, ich verstehe. Okay, okay. Alter. Oh, der hat sich einfach mit dem fusioniert. Habt ihr das gesehen? Der hat sich einfach fusioniert, Mann. Das Spiel bockt aber echt, Alter. Das haben wir nur ein geiles Horrorspiel noch nebenbei auf dem Kanal. Lokalisiere den Medizinbereich. Lokalisiere. Ich bin lokalist.de. Ich lokalisiere jetzt. Weiter geht's. Weiter geht's. Ach, wie gesagt, heute kann ich nicht zu viel reden, Digga. Diese Halsschmerzen, die nerven so unnormal. Ich hoffe, morgen geht's mir ein bisschen besser, dass ich in Ruhe auf Need for Speed aufnehmen kann. Ich würde gerne mal alle ein Abo hier lassen, falls ihr neu seid. Das ist jedenfalls ein neues Projekt, was wir angefangen haben. Vorgestern kam Folge 1 online. Und jetzt geht es weiter mit Folge Nummer 2.
Scheiß. Ach, die Waffe hat wenigstens noch eine Taschenlampe mit da drin. Oder was? Ist das auch? Oh mein Gott. Wollen wir noch von hinten so leise töten? Ja genau, schleich dich von hinten an. Oh mein Gott. Bruder, ich hab mich doch angeschlichen. Wollen die mich verarschen? Ich hab mich doch hinten angeschlichen, dann hätte ich... Ich hab nicht mal Sprinten gedrückt oder so, Leute. Ich bin einfach ganz normal gelaufen. Ist aber echt brutal, Alter. Das ist echt brutal, Leute. Das bockt unnormal, Alter. Das macht echt Laune. Muss ich schon sagen. Auch wenn es ein bisschen dunkel hier gerade ist. Ein bisschen Horror am Samstagabend. Oh, Scheiße. Was ist das denn? Piss dich. Das sieht ekelhaft aus. Bitte geh weg von mir. Ah, mein Gott. Was hat er da geworfen, Alter, auf mich? Digga. Der wirft die ganze Zeit seine Kacke auf mich oder irgendwas. Peace, peace, peace. So wichtig, Alter. Letzter Schuss hat gesessen. Bin drauf, Ernie. Ey, was hat er da auf mich geworfen und wie hätte ich das ausweichen können? Hätte ich da auch wieder einfach nur den linken Stick drücken müssen? Was ist das hier? Geht's hier weiter? Gibt's wieder 1000 Wege, Mann. Ich hasse es, wenn es 1000 Wege gibt. Ei, 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 ei. Junge, gerade wieder Herzinfarkt bekommen. Wie geht's rüber? Ja, Leute, das sind mir wieder zu viele Wege hier, ne? Wo geht's jetzt weiter? Komm, sagt mir einer, wo es hier weitergehen soll. Jawohl, wir haben Leben gefunden. Direkt unser Leben hochpusht, super. Ein bisschen die Zellen durchsuchen. Und damit ist... Nee, irgendein Schatten hinter mir. Bin ich das? Junge, es gibt hier so viele Wege, ne? Ich bin gerade komplett durcheinander. Mal gucken wir mal hier. Haben wir hier irgendwas? Wege, ist einfach Labyrinth. Hier geht es auf jeden Fall, glaube ich, nicht weiter. Vielleicht haben wir irgendwo noch was, was wir mitnehmen können. Die Scheibe. Ach, die geht nicht kaputt. Okay, dann heißt es, glaube ich, wir müssen hier wieder zurück. Ne, hier geht es gar nicht weiter. Wir müssen wieder da lang, wo Dingens war. Wieder rechts lang kommen, wisst ihr noch? Nee. So. Nicht weiter. Hier war das Safe, hier lang jetzt 100%ig weiter. Ja. Hier muss es weitergehen. Das Spiel hat aber schon einige Jumpscares bisher gehabt. Das hat mich schon echt ein paar Mal erschrocken, das Game. habt ihr. Ey, schreibt mal in die Kommentare, wer von euch ist aktuell auch krank? Irgendwie jeder wird krank aktuell, ne? Ich verstehe das. Das ist so krass. Irgendwie alle Leute, die ich kenne, sind krank. Und das Krasse ist, ich war eine Woche gar nicht draußen gewesen. Ich bin trotzdem krank geworden. Wie kann das sein? Ich hab mir dann auch gedacht, vielleicht Corona, weil ich letzte Woche unterwegs war. Alter. Was passiert hier? Hört ihr das? Ich hab echt Panik, Alter. Es gab Prison Break. Wirklich Prison Break hier gerade, ne? Hallo, mein Name ist Michael Schofield. Und die Atmosphäre in dem Spiel ist schon... Oh mein Gott! Oh mein Gott, ey, da habe ich mich gerade erschrocken, du kleiner Bastard! Oh mein Gott, da ist noch einer. Da ist noch ein Hurensohn. Ey, sorry. Hinter mir ist noch einer. Pistole. Reicht doch jetzt langsam, Alter. Was schütten die denn alle hier? Ey.
Hilfe, Alter, Hilfe. Junge, Junge, hab ich noch. Ich weiß, Gesundheitsinjektor. Wenn wir volles Leben haben. Ist immer noch nicht ganz voll, ne? Boah, hab ich mich jetzt erschrocken, ey. Ich darf mich nicht erschrecken, wenn ich hab voll die Halsschmerzen, Alter. Das wird schlimmer mit Halsschmerzen, wenn ich mich erschrecke. Ich muss ruhig bleiben. Erschreck dich nicht, Ernesto. Bleib ruhig. Das ist doch nur ein Spiel. It's only a game. EA Sports in the game. EA Sports, it's in the game. I want that under the water. Makelloser Energieumwandler, denn ich. Jetzt schreck. Der rechts erschreckt mich jetzt. Rah. Jetzt passiert was. Jumpscare. Please, I had one jumpscare. Wo bin ich denn hier, verdammte Scheiße? Lass mal lieber die Waffen nach. Genau so. Wir haben nämlich 6 Schüsse. Nicht, dass wir gleich irgendwo ballern wollen. Wir können nicht ballern. Wir ballern in Ghetto. Ballern in Testo-Kugeln, ballern dann per Ballermann deiner wandernden Blackout-Kugeln. Das ist JPG Teil 2, die 2 gehyptesten Rapper. Die 2 Kreissägenblätter. Die 2 sind wie Dynamit, Reif für die Psychiatrie. Guck und Skifahren und du kriegst von 3000 Brüdern Hiebe. Hä? Warte, warum komme ich denn jetzt hier wieder hoch? Warum komme ich jetzt hier wieder raus? Macht gerade gar keinen Sinn für mich, Freunde, weil wir sind ja gerade von dort gekommen und sind hier runtergeklettert. Wisst ihr noch? Das heißt, es muss ja hier lang weitergehen jetzt. Hundertprozentig. Frage ist aber, wo, Mann? Wo bin ich denn hier, ey? Was? Oh, Scheiße. Das ist so ein Labyrinth. Aber es scheint richtig zu sein, weil er gesagt hat, Scheiße. Was ist denn hier für eine Blitzparty? Sag euch so, wie es ist. Ich hab. Hier waren wir doch auch schon. Ich habe bei dem Spiel mehr Angst als bei Devil in Me, ne? Ich mein's wirklich ernst. Ich habe hier mehr Angst als bei Devil in Me, was wir vorgestern auch vor 4 Tagen noch gezockt haben. Genau, Devil in Me, da muss ich noch auf alle Tode und so reagieren. Stimmt, das werde ich auf jeden Fall auch noch machen. Okay, also hier geht es nicht weiter. Aber er hat doch gerade gesagt, Scheiße. Deswegen dachte ich, vielleicht sagt er Scheiße, weil. Scheiße, weil wir weiter müssen hier oder so. I don't know. Guck mal, hier sind wir lang gegangen. Hier sind wir links lang gegangen, da konnten wir nicht lang. So, und hier. Und die Scheibe habe ich doch schon kaputt gemacht. Hä? Hat die sich wieder rehabilitalisiert? Hört ihr das? Ja, wo zur Hölle geht's denn jetzt hier weiter, Mann? Heider Ackermann, wo geht's hier weiter, Mann? Ach, hier geht's weiter, geil. Hab ich gar nicht gesehen. Los. Alter. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Bewegt mich leise. Scheiße, Mann. Beweg mich doch leise. Scheiße, X. Hab ich gesehen? So, die Kombination ist geil mit der Waffe. Das Spiel ist aber wirklich echt sehr geil, Mann. Also es macht voll die Dead Space-Erinnerung. Und Dead Space habe ich damals geliebt. Guckt euch mal Dead Space an damals. Googelt mal jetzt, oder geht bei YouTube Dead Space ein. Das war ein Klassiker, Alter. Dead Space. Heftig, Mann. Das waren Zeiten. Und sollte jetzt hier weitergehen? Bald kommt noch das neue Star Wars Spiel raus.
auch geisteskrank. Beschlossen. Du musst die Zugangsdaten finden. Suche in der Umgebung nach toten Wärtern. Nach toten Wärtern. Da ist ein toter Wärter. Hab einen! Ah. Was? Geht leider nicht anders. Nur so kommst du durch die Tür. Ach, Scheiße. Ekelhaft. Hier drin tut man, was man tun muss. Der Rot hat die Macht, dich zu verändern. Eric Jane. Sieht einfach aus wie... Wie heißt der nochmal von WWE, Alter? Brock Lesnar. So, die Tür ist öffnen. Zurück. Halt deine Schnauze. Wo seid ihr, Schweine? Reicht nicht. Was ist denn jetzt hier los? Scheiße, was fällt auseinander? Ich spiele die ganze Zeit auf Daueradrenalin, ne? Die ganze Zeit. Das sind einfach Dönerspieße, Bruder. Hier werden die Dönerspieße hergestellt. Jetzt weiß ich endlich, woher der Döner kommt, Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Digga. Hör doch auf, Alter. Ey, ich kann mich nicht erschrecken, wenn ich krank bin, Alter. Bitte, hör doch auf, Mann. Bruder, Alter, warum passiert denn so viele Jumpscares jetzt, wo ich krank bin und schreien muss? Meine Güte, Alter. Ja, und wo lang geht's jetzt weiter? In den linken Weg. Linken Buros. Skuros. Gyros. Ach, noch mehr, Alter. Verpisst euch da einfach alle. War noch einer. Wo ist der Bastard? Wo ist der Bastard? Wo ist der? Wo ist der hin? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Heide Bescheid. Fuck my eyes. Diese Kampfszenen sind so schwer, ne? Und er hat keinen Kopf mehr. Der kopflose Nick ist das. Amen, er hat Stuff, ja, Bruder. Gar nicht brutal, das Spiel. Alles gut, alles gut. Ey, wo kamen die auf einmal her? Die waren doch gerade drinne gewesen. Wollt ihr mich verarschen, Alter? Ey, die waren gerade noch drinne gewesen. Wie kommen die denn jetzt wieder raus? Ist ja auch noch überall rein, Alter. Ich schwör's dir. Okay, wir sind von da gekommen. Das müssen wir uns einfach merken. Wir gehen jetzt einfach durch die Räume. Ja, hier geht's auch noch weiter. Voll cool, ey. Ich kann das alles nicht mehr, Leute. Es gibt hier zu viele Wege. Es ist ein Labyrinth, dieses Spiel, ne? Das ist wirklich ein Labyrinth. So, wir können auch hier rein. Wir können auch noch auf die andere Seite rein. Okay, aber die Tür ist auf jeden Fall verschlossen. Ja, okay. Aber ich kann hier rein. Und was ist jetzt hier? Ach, du Scheiße, Bruder, Alter. Das ist ja wirklich... Ja, das Spiel ist gerade echt eine Qual für mich, ne? Das ist gerade echt eine Qual. Ja, wo lang muss ich denn jetzt hier klettern, Alter? Klettergerüst, du hast eine nackte Frau geküsst. Ey, wenn dieser Weg jetzt nicht... wenn dieser Weg jetzt umsonst war, ne, dann raste ich aus. Einfach eine Minute sind wir hier am Klettern. Und jetzt gleich vor mir. Aber woher soll man wissen, wo es weitergeht? Deswegen, ich muss irgendwann anfangen, einen Weg zu gehen. Oh, was ist das denn? Hier sieht ja voll geil aus. Hä? Wo sind wir denn jetzt hier?
gespielt, aber eine geile Atmosphäre, oder? Schreibt mal eure ehrliche Meinung rein zu dem Spiel. Das ist mal wirklich eine sehr, sehr geile Atmosphäre. Die Zukunft, Thaddeus, die Zukunft. Boah, es geht hier irgendwo wieder hoch, ne? Ich sag mal so, wie es ist. Ich habe hier keinen Überblick. Ich habe hier keinen Überblick mehr. Was ist denn das hier? Hä? Kann man den nicht... Wo kann man den abspielen? Normalerweise müsste noch hier... Audio. Funkgeräte. XTV habe ich doch gemacht. Eigentlich hätte ich jetzt was hören müssen, ne? Normalerweise. Hier ist der Generalraum. Hier hat alles begonnen. Was haben wir drin? Ich hoffe Munition. Schön. Okay, das heißt, wir müssen, glaube ich, wieder hoch. Das wäre der einzige Weg, ne? Oder wir können noch mal gucken, ob es hier geradeaus irgendwas gibt. Nope. Nope, okay. Dann geht's wieder hoch, glaube ich. Und jetzt können wir... Ich kann mir sowas aber gut merken, wo wir schon gewesen sind, wo wir noch nicht gewesen sind, Leute. Deswegen, das ist für mich kein Problem. Ich bin der Labyrinthmeister Ernesto Valverde. Okay, der speichert unten rechts auch immer, wenn dieses Zeichen kommt, heißt es, der speichert. Müssen wir uns auch merken. Jetzt sind wir wieder... Wo sind wir denn jetzt gelandet? Das würde ich auch mal gerne wissen. Gucken wir mal, wo wir jetzt sind. Wir sind jetzt hier. Wir sind ja vorhin da reingegangen, okay. Was passiert, wenn wir jetzt hier oben reingehen? Es gibt so viele Wege. Na, hier oben gibt es diesen Weg. Den Weg gibt es da unten. Okay, wo sind wir jetzt? Sag mal, wollt ihr mich gerade verarschen? Ich bin jetzt gerade da rausgeklettert, um hier rauszukommen. Ist das deren Ernst? Okay, gut, dann haben wir hier alles ready in diesem Bereich. So, das heißt, entweder gehen wir jetzt rüber auf die andere Seite oder wir gehen hier rein, wo wir noch nicht gehen. Ich würde sagen, wir gehen hier rein. Hier waren wir ja noch nicht. Okay, weiter, weiter, weiter. Oh mein Gott. Scheiße, ich kann nicht mehr. Ich schwör auf alles, es reicht. Ey, Leute, ich mein's ernst, es reicht. Ich hab keinen Bock mehr. Digga, ich bin krank, Alter, und ich krieg grad nicht gleich den Herzinfarkt, ne? Oh mein Gott, Alter. Wisst ihr, was ich für einen kalten Schauer an meinem Rücken gerade wieder habe? Oh mein Gott, Digga. Ich versuche so wenig wie möglich zu schreien, aber Bruder, es geht nicht, Digga. Mein Hals ist gefickt. Boah. Ja, das ist wirklich eine kranke Folge. Wortwörtlich eine kranke Folge. Oh mein Gott. Das Ding erinnert mich irgendwie an ein Laserschwert, Alter. Voll geil. Zieh doch. Jetzt kommt da auch noch ein Kopf gleich raus. Hallöchen. Na, wer ist denn da? Komm raus aus deinem Versteck. Ah, bin im Medizinbereich. Geh weiter zum Hintereingang. Da kontaktiere ich dich. Aua, was macht der da? Warum kann man diese Aufnahmen nicht hören, Chat? Ich habe doch extra das aktiviert. Dass das über Controller kommt. Nicht über Controller, sondern dass das über TV kommt. Sehr, sehr komisch. Ey, Digga, Alter, Mann, es reicht doch. Ey, hört doch auf, Mann. Er hat eine Folge mehr Jumpscares als ganz The Devil in Me. Was denn für ein Dinosaurier? Oder was passiert hier, Alter? Dieses Spiel ist... Ey, Mann, hätte ich gewusst, dass das so ist, hätte ich das nicht gezockt, Digga. Das fickt mich gerade komplett, dieses Spiel. Ja, cool, die Hand. Ich habe einen der Handschuhe von Captain Ferris gefunden. Das ist ein Grip. Die Dreckswaffen setzen gerne gegen
Ich erinnere mich. Aber es ist gut. Funktioniert bei allen möglichen Sachen. Probier's einfach mal aus. Mach ich. Was kann das jetzt? Was? Geil. So, das ist geil. Ich halte ihn fest. Ich versuch's ja. Was ist los? Müssen wir nicht gut festhalten. Ich hole Betäubungsmittel. Schnell. Wir sind Das ist ja echt geil mit diesem... Waren wir ja gerade. Oha. Das geht auch? Oha. Bei einem Gegner brauche ich keine Waffe verwenden. Da ist noch einer. Wo kommt der denn her? Schluckt er denn alles, der Fettsack, Alter, geht er mir auf den Sack. Boah. Was? Der Gripblade ist mit der Zeit langsam wieder auf und kann auch mit einer GAP-Batterie schnell aufgeladen werden. Wenn dem GAP die Energie ausgeht, während du einen Gegner weghältst, wird er fallen gelassen. Okay. Das heißt, wir können das nicht die ganze Zeit benutzen. Jetzt haben wir so ein Akku-Ding bekommen, um das aufzuladen. Ich verstehe. Okay. Was? Sicherung erforderlich? Ja, die Tür nicht gerade noch offen? Wir brauchen jetzt irgendwo eine Sicherung her. Eine Sicherung? Wir müssen immer auf jeden Gegner einmal eintreten, weil der gibt uns quasi, wie heißt es? Irgendwas immer raus, irgendwas immer mit. Wo kriege ich denn jetzt eine scheiß Sicherung her? Lass mal sagen. Woher kriege ich jetzt eine Sicherung? Sie wussten nicht, was los ist. Irgendwas hat die Leute kurz vor dem Ausbruch infiziert. Ja. Die Frage ist, was hat die Leute infiziert? Infiziamos. Da liegt doch irgendwas, oder? Ach, Revolvermunition, ich kann nicht genommen gerade. Woher krieg ich denn eine scheiß Sicherung her? Könnt ihr mir helfen, Leute? Manche Scheiben sind so stabil, manche nicht. It makes no sense for me. Liegt auch nichts. Ey, wo finde ich jetzt die scheiß Sicherung, Mann? Kann ich das von der Türe nehmen? Das geht, glaube ich, ne? Ja, stimmt. Okay, nehmen wir einfach von der Türe. So weit habe ich gar nicht gedacht. Okay. Und jetzt Sicherung aktivieren. Sicherung aktivieren. Wege es hier wieder gibt, Alter. Links, rechts. Gib mir einen Weg und nicht tausende. Inventar voll. Hier ist mein Inventar voll. Wo haben wir wirklich alles am Start? Warte, was können wir machen? Makellose Energiewandler. Einfach mal eine Spritze nehmen. Gesundheit. Da komm, ich nehme einfach einmal eine Spritze. Komm, scheiß drauf. Dann haben wir ein ganz volles Leben, oder? Guck mal, zack, zack. Das ist erst voll, wenn es... Ja, jetzt ist komplett voll das Leben. Perfekt. Bevor wir irgendwas liegen lassen müssen, ist unnötig, oder? Was denn? UJC-Druck für alles, was Sie benötigen. Ah, jetzt können wir... Wir haben 474, wir können...
Die Waffen jetzt upgraden. Stabilisations-Upgrade können wir. Wir können das Ding auch upgraden, Alter. Blocken, Konterangriff. Stabilität. Machen wir noch Stabilitäts-Upgrade. Wir können jetzt hier nach und nach bei dem Shop die Sachen verbessern an der Waffe. An unseren drei Sachen, die wir gerade haben. Ne? Mit diesen Credits, die ich habe. Easy. Okay. Passt doch. Das hört sich super an. Kauf. Okay, hier haben wir einen Shop. Hier geht es aber nicht weiter. Das heißt, hier geht es weiter. Er hat hier voll die komische Musik. Ich höre die ganze Zeit meinen Nachbar halt so. Wo sind die scheiß Gegner, Alter? Ich bin die ganze Zeit unter Adrenalin am Spielen, Mann. Das fuckt mich so ab. Die ganze Zeit so ein Herzrasen. Guck jetzt dahinter. Hört mal die Musik. Guck jetzt dahinter. Haut rein.